Wie ihr wisst, habe ich ja das Mantis X3 von der Firma Mantis XAT bzw. Repro AT zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist dieses kleine Teilchen hier. Wer nun sein Mantis an Waffen anbringen möchte, die keine Magrail haben, steht auf den ersten Blick vor einer Hürde. Von der Firma Mantis gibt es den Magrail Bodenplattenadapter universal zum Ankleben an die Original-Bodenplatte von Stahlmagazinen oder Kunststoffmagazinen, wenn die Waffe keine eigene Rail hat. Ebenso gibt es für Waffen, die zwar eine Rail haben, aber bei denen man kein Holster hat, wo ich die Holster inklusive dem Mantis geholstert bekomme, gibt es ebenfalls Bodenplatten, um das Mantis dann am Magazin zu fixieren. Ich möchte euch jetzt hier kurz durch den Prozess des Anbringens dieser Bodenplatten durchführen. Und dann machen wir einen kurzen Praxistest mit dem Mantis X. Wir fangen mal mit dieser Variante hier an. Legen wir kurz die Glock beiseite. Es ist alles enthalten, was wir für die Umrüstung bzw. die Ergänzung des Magazins benötigen. Wir haben hier ein steriles Alkoholpad zum Abwischen. Wir haben hier die vier Arbeitsschritte, die benötigt werden. Hier steht also klipp und klar, wir reinigen den Magazinboden mit dem Pad. Wir nehmen das rote Klebepapier von dem Klebestreifen ab. Wir drücken den Adapter für ca. 20 Sekunden so fest wie möglich an die Bodenplatte. Und wenn man scharf schießen möchte, soll man den Kleber 24 Stunden in etwa aushärten lassen. Also, wir beginnen mal und machen erstmal das sterile Reinigungspad auf. Ich liebe den Geruch von Alkohol am Mittag. So, und dann machen wir das auch schön sauber. Wichtig ist ja, dass da einfach kein Fett drauf ist. Wer diese Umrüstung hier macht, muss sich über eine Sache im Klaren sein. Bei diesem Adapter ist kein Loch vorhanden, um hinterher das Magazin zerlegen zu können. Ja, also merkt euch das bitte, macht das mit einem Magazin vielleicht, was ihr nicht unbedingt so häufig verwenden wollt. So, hier ist ebenfalls nochmal ein Stofftüchler, ein Mikrofasertuch, um dann, sage ich mal, das Alkohol entsprechend wieder abzureiben. So, das sieht gut aus. So, dann nehmen wir die Kunststofffolie hinten vom Klebestreifen ab. Und kleben das grob mittig hier drauf und drücken schön feste 20 Sekunden. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 sollte fest sein. So, damit haben wir für meine CZ75 zum Beispiel den Magrail Adapter angebracht. Ist grob mittig, sollte also in etwa funktionieren. So, das nächste ist die Glock. Ich gebe zu, ich habe bislang meine Glock-Magazine kein einziges Mal zusammengenommen. Soweit ich aber weiß, gehen wir letzten Endes diesen Pömpel hier runter, drücken hier seitlich zusammen und dann eben hat er verloren. So, und dann ziehen wir den, bevor wir ihn rausnehmen, nehmen wir erstmal die neue Bodenplatte entsprechend raus. Das ist jetzt eigentlich Standard Easy Going. Einfach nur ein Austausch der Bodenplatte, nicht mehr und nicht weniger. So, wenn wir das hier machen, sehen wir, wir haben hier auch entsprechendes Loch, um das Magazin hinterher auch wieder auf die Standardbodenplatte umzurüsten. Das ist also kein Problem. So, und schon haben wir zwei Kurzwaffen entsprechend umgerüstet, um jetzt die Mantis X-Plattform an den Magazinen zu verwenden. So, das heißt, wir nehmen ihn jetzt mal hier, fangen einfach mal mit der Glock an. So, hier ist angebracht. Wir führen es ein. So, dann müssen wir es natürlich einschalten, hier unten über den Taster. Es leuchtet, wir gehen auf Verbinden.
hat sich verbunden. So, wichtig ist jetzt natürlich, wir müssen jetzt auch die App entsprechend abändern, weil wir haben sie jetzt nicht mehr vorne unten, sondern wir haben jetzt Montageort ist zwar unten, aber nö, müssen wir eigentlich gar nichts ändern, wie es aussieht. So, jetzt gehen wir mal. So, jetzt gucken wir einfach mal, ob es funktioniert. Scheint zu funktionieren. So, wir wechseln jetzt gerade mal die Waffe und gehen jetzt rüber auf die CZ-75. Wird also 89 ganz sauber erkannt, wie es aussieht. So, das ist jetzt hier einmal der MagRail Kleberadapter bzw. MagRail Magazinbodenplatte Adapter Universal. Wir haben hier extra einen MagRail Magazinbodenplatte Adapter für die Glock. Gibt es für unterschiedliche Kurzwaffenmodelle. Einfach mal bei mantisx.de reinschauen. Und ihr werdet dort bestimmt fündig. Sollte eure Waffe nicht aufgeführt sein, auch wenn ihr eine MagRail habt, dann nehmt euch die Universal-Klebeplatte. Damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, damit ihr zum Beispiel auch Holstertraining machen könnt. Und da werden wir auch demnächst etwas zu sehen. In diesem Sinn, macht's gut.